Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 2. Im letzten Part haben wir die Schlacht am Hu Lao Tor gemacht und jetzt müsste theoretisch die Schlacht von Shibi kommen. Wenn ich richtig liege, denke ich mal schon. Ja, die Schlacht bei Shibi. Wu wird sich meiner Macht unterwerfen müssen. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. Meinst du das ernst? Erstmal die Hintergründe. Die Allianz hat den ehrgeizigen Dong Zhuo zerstört. Die Khan-Dynastie muss jedoch machtlos zusehen, wie einzelne Fürsten von Eroberungen und Macht träumen. Der wichtigste dieser Adligen ist Cao Cao. Er hält den Kaiser in seinem Bann, besiegt Huan Shao und gewinnt dadurch Kontrolle über den größten Teil Nordchinas. Im Jahr 208 beginnt Cao Cao seinen Südfeldzug. Er erobert Jing ohne Probleme und zieht dann weiter gegen Yang, das Land unter Sun Quan. Sun verlässt sich auf seine Marine-Elite-Truppen, um die Invasion zurückzuweisen. Seine Truppen befinden sich jedoch scheinbar hoffnungslos in der Unterzahl. Zhu Yu ist Befehlshaber der Verteidiger. Sieg oder Tod, der Kampf um Wu beginnt. Ja, das war schon sehr riskant, was sie damals gemacht haben. Dass sie halt sich auf Liu Beis Seite geschlagen haben und sagten, nein, wir widersetzen uns ihnen. Weil dann hätte wirklich Cao Cao garantiert, mit ziemlicher Sicherheit, das Land unterwerfen können. Aber wer weiß, ob er dann wirklich gesagt hätte, hier, der Kaiser wäre wieder an der Spitze. Also nicht er selbst, sondern er wäre dann eben halt nur oberster Anführer der kaiserlichen Truppen dann oder so, keine Ahnung, ob er das gemacht hätte. Aber dann hätte wirklich alles reibungslos laufen müssen, damit er das hätte schaffen können müssen. Sein Ziel war es ja, Jing einzunehmen und durch Jing irgendwie Druck auf jemanden wie Liu Zhang, der ja in Shu residiert, in Chengdu, damit der von vornherein sagt, hier, wir kämpfen jetzt gar nicht gegen dich, hier, wir lassen uns von dir unterwerfen, beschwören dir die Treue. Das war ja eigentlich so sein Ziel, durch seine kaum bis keine Niederlagen, die er erlitten hat, und durch seine große Menge an, lass die Jagd beginnen, und durch die Menge an Truppen, die er ja hatte. Ja, deswegen war er so gefürchtet. Aber Jing war ja auch deswegen auch ein sehr, sehr großes Ziel von allen drei Herrschern, weil das auch sehr reich an Bevölkerung war. Und natürlich auch die, ich glaube auch sehr. Was für ein Gegner. Ich renn mal weg. Auch reich an, nicht nur an Truppen, sondern auch an Ressourcen und so weiter. Die ja jeder für sich haben wollte. Weil wenn man sich bedenkt, dass Liu Zhang oder auch später dann Liu Bei sich in Shu niedergelassen hat, was ja hauptsächlich von Bergen und Klippen übersät war, ich glaube, da hatten die nicht gerade so viele Ressourcen. Gerade was Nahrungsmittel vielleicht anging. Würde ich mal behaupten, weil ich kenne mich da auch größten Teil jetzt nicht so viel, also überhaupt nicht aus, wie die wie die Landschaft da auch ist, ne? Du bist tapferer als du aussiehst. Und ich habe eine Augenklappe. Ich bin gefährlich. So, und das war's auch für dich. Der Zau wird mich auslachen. Ja, weil du verloren hast, wird er dich auslachen.
Er stellt sich dann hin, zeigt mir den Finger auf dich. Haha, hab ich zu viel gesagt, dass du verlieren wirst? Schau, du und du Waschlappen. Da wird dich in den Arsch treten und wird sagen, hier, du bist einer meiner höchsten Generäle. Du schaffst es nicht mal, den und den zu besiegen. Ja, Leben könnten wir ruhig ein bisschen mehr haben, aber ich habe mit Jojo nicht wirklich viel finden können. Da hätte ich wirklich immer und immer wieder die Schlacht am Hulao-Tor spielen müssen, weil da weiß ich ja, wo das Lebensding ist. Wir kümmern uns erstmal um die auf den ganz oben und machen auch die Tore dicht. Au. Wenn wir jetzt auf der Seite hier schon mal die Offiziere vorrücken, wäre das schon mal ideal, damit die dann ins Zentrum der Schiffe gehen können, um Cao Cao anzugreifen. Ich habe mir vorsichtshalber auch schon mal One Piece Grand Adventure und Dynasty Tactics 2 schon mal rausgesucht. Falls ich kein anderes Spiel finden sollte, wo ich jetzt sagen würde, hier, das nehme ich jetzt auf, weil das schnell durch ist. Ansonsten werde ich alles andere aufnehmen. Du hast keine Chance. Also Dynasty Tactics 2 weiterlaufen lasse und One Piece Grand Adventure. Dass ich da immer mal so ein paar Parts im Voraus schon mal aufnehme. Du hast Glück, dass ich seit Tagen nicht... Das geht immer so schnell weg, warum? So, jetzt machen wir die Tore dicht. Ich muss sagen, nämlich dieses Spiel hat auch mehr Impact, wenn man wirklich komplett von Null anfängt. Da sind die Charaktere nicht so gelevelt und man muss wirklich permanent bei den Truppen mit bleiben, damit man halt nicht überrannt wird. Und das ist schon geil, muss ich sagen. Damals war das wirklich ein Burner für mich, dieses Spiel. Gerade wenn man sowas wie solche Arten von Massenschlachten mag. Ne? Ich meine, welches Spiel hat das damals irgendwie seinen Fokus darauf gesetzt oder irgendein ähnliches, ne? Ich meine, das Dynasty Warrior 2 im Jahre 2000, das war wirklich der Durchbruch für die, also für diese Spieleserie. Ich meine, sowas wie Hyrule Warriors oder One Piece Warriors oder irgend so ein Rotz sind auch nicht so meine Spiele. Aber ich werde die mir irgendwann mal angucken. Naja, One Piece Warriors, Pirate Warriors so. Aber ich glaube alle da. Nur was ich noch nie gespielt habe, ist Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors. Ich glaube, das war's. Oder gibt es da noch eine Art von Warrior-Spielen? Ich weiß es gar nicht. Das sind auch Spiele, da würde ich gerne mal reinschauen, aber. Das sind halt Nintendo-Exklusivspiele und die gehen eben halt mit Preisen nicht runter. Das ist immer so ein Ding für mich, dass ich eben halt keine Nintendo-Spiele großartig kaufe. Weil, da kannst du überall hingucken, in jedes Geschäft. Ich meine, bei Amazon geht's ja, wenn die mal wenigstens 15 Euro runtergegangen sind oder so, dann ist das immer, dann ist das wirklich ein Schnäppchen, aber... Sonst, wenn ich irgendwie in irgendwelchen Läden gehe oder sowas, dann, nee, kannst du vergessen, dass du da irgendwie einen ganz guten Schnapper machst. Aber wir können jetzt dann auch mal ein bisschen mit unseren Truppen hier Seite an Seite kämpfen. Mit ein bisschen Glück können wir sogar den Feuerangriff auslösen. Weil die Wege sind eigentlich alle frei und niemand wird einen daran hindern, die, da ist Zhang Liao. Ich werde gegen dich kämpfen. Du wirst hauptsächlich gleich abhauen. Sag ich doch. Ich
darf noch nicht sterben. Ja, da drüben ist noch einer. Was mir aber auch noch einfällt, wäre die Ratchet & Clank-Reihe. Aber da ist eben halt das Ding, das Spiel, was ich da relativ schnell aufnehmen könnte, wäre Gladiator. Aber ich weiß nicht, wie das da in der Story verankert ist. Weil das habe ich noch in Erinnerung, das habe ich einmal privat oder zweimal privat durchgespielt. Und dann habe ich damals noch mit einem Kollegen damals das Spiel sogar durchgespielt. Hatten auch recht Spaß mit dem Spiel. Ist auch relativ schnell durch, muss man dazu sagen. Vielleicht mache ich ja das, mal gucken. Seite an Seite. Wo willst du hin? Naja, die wollen wahrscheinlich abhauen, deswegen rennen sie hin und her. Wir wissen nicht, wohin mit sich. Aber es kann sein, dass die erst in Aktion treten wegen dem Feuerangriff, wenn Jubi Young endlich mal Wind, den Südostwind herbeigezaubert hat. Der Wetterloge. So. Ah, Zauren. Bock zu tanzen? Ich habe einmal mit meinem Schwert hin und her gesprungen. Jetzt weht der Wind. Okay, Huang Gai tut jetzt den Feuerangriff vorbereiten. Die Zeit nehmen wir uns jetzt und warten ab. Ja, diesmal können wir ihn ausführen, müssen aber nicht. Bloß beim letzten Mal mussten wir ihn verhindern. Hätten wir auch nicht gemusst, aber wir waren ihm halt zu schnell. Vielleicht kriegen wir auch unsere Verstärkung noch, dass die auch noch rechtzeitig eintrifft. Ich weiß nicht, was mit denen auf der linken Seite los ist hier. Die lassen sich ja noch weiter bedrängen, ey. Hab ich auch wirklich, ja, ich habe alle, warte mal, ist jetzt, habe ich was verpasst? Los, Sun ist sogar schon da. Habe ich eine Cutscene weggedrückt oder wurde die nicht abgespielt? Komisch. Wenn wir Lusun gespielt hätten, hätten wir da oben auf der rechten Ecke, wären wir da gespawnt. Und dann hätten wir von oben runter uns kämpfen müssen. Ich komme hier nicht rüber. Gehen wir halt zurück. In der Zeit werden die wohl endlich mal den Feuerangriff durchstarten. Feuer frei! Meine Flotte. Jojo, du Hund! Ja, und die Truppen von Cao Cao wurden auch etwas dezimiert. Man hat ja eben noch gesehen, was das, wie alles rot war auf seinem Hauptschiff. Und jetzt, warte mal. Bevor ich jetzt hier irgendwie Bedingungen... Okay, es wird nichts weiter angezeigt.
Ich wollte halt nur mal sicher gehen, nicht wenn Cao Cao abhaut, dass das dann vielleicht als sogar als Niederlage gilt. Weil der scheint sich ja wirklich zurückzuziehen. Oder der wartet jetzt einfach da oben und läuft nur planlos hin und her. Meine Schiffe brennen, meine Schiffe brennen. So, Cao Cao, ich hole dich. Kommen wir da oben überhaupt rüber? Ich denke mal schon. Ihr seid es mir jetzt nicht wert, meine Zeit. Ich will nur Cao Cao, euren Herrscher. Die nächste Schlacht wird dann auf jeden Fall Heifei sein. Und das wird dann Cao Caos Ende. Ist auch eine Schlacht, die ich mag. Hier in Dynasty Warrior 2, muss ich sagen. Ich finde generell diese ganzen Maps, die wir hier in Dynasty Warrior 2 haben, so schön groß und voll mit Truppen und so weiter. Ich finde das gut. Falls ihr auch Dynasty Warrior gerne spielt, dann könnt ihr ja auch jederzeit mal reinschreiben in die Kommentaren. Du willst mich wirklich herausfordern? Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Teil ihr am besten findet. Und wieso? Weil das würde mich einfach interessieren. Ich meine, klar wird es auch Leute geben, die Dynasty Warrior 5 mögen. Aber daran ist ja auch nichts unbedingt verkehrt, weil wir haben ja alle irgendwo einen gewissen Geschmack. Weil ich meine, ich ziehe ja den Kevin immer auf, weil er eben halt, bevor er sich immer irgendwie bestimmte Dinge holt, die man ihm empfiehlt, dann holt er sich eben halt immer sehr schlechte Filme und auch sehr schlechte Spiele irgendwie, würde ich manchmal sagen. Aber wie gesagt, das jeder Geschmack ist halt anders. No. Wir müssen hier die Wachsoldaten mal killen. Weil die lassen immer Leben fallen. Es war nur 50, aber immerhin, das reicht in vielen Fällen. Scheinbar ist die Verteidigung von Jojo doch nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Nein! So eine Salbe wäre nicht schlecht. Ich glaube, wenn man so eine Kombo hinkriegt von 10, dass dann eben halt immer die, dass da immer eine Salbe gespawnt wird. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich habe das irgendwo mal in einem EP gehört. Bitte nicht eure laden. So. Das nehme ich noch mit. Zurück. Ich sage zurück. Gut. Das war die Schlacht von Shibi. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid im nächsten Part auch wieder mit am Start. Also in dem Sinne, haut rein und ciao.